Hallo und herzlich willkommen zurück zu Echo mit Rekühler Moin Moin! und meiner Wenigkeit. Ja, Leute, in der Zwischenpause, wo wir habe ich ein nächstes Buch gebaut. Ne, das habt ihr noch hinten mitbekommen, wo ich es angefangen habe. Die haben wir jetzt alle bekommen. Das heißt, Medi, dann können wir Sachen einschmelzen und ich gebe mir auch die Punkte gleich auf. Ich gebe die mir auch gerade. Wir haben sie ja. Ja, ich hab's immer noch. So, das nächste wäre dann bei Smelting. Dieser Advan. Das Advanced Smelting. Aber ich lass mir Zeit. So. Ich gehe dann als nächstes in die Mine. Weil wir müssen. Weil wenn wir das Zeug einschmelzen, die Zuschauer, kommt dieser Abfallreste raus. Und das wollen wir auch nicht irgendwo hinkippen, weil dann ist die Gegend dann verseucht. Oder sieht so komisch aus, die Erde, wie auch immer. Deswegen hatte ich vorgeschlagen, den Saldiler sehr tief unter der Erde. Genau. Und dann, bis das da hoch, so hoch kommt die Strahlung nicht, oder was das für Müll ist. Deswegen hatte ich den Saldiler mal vorgeschlagen, wir machen das dort so einen extra Raum hin, mit dem ganzen Zeug. Ja. Deswegen baue ich dort weiter die Schräge runter, weiter abholzen. Ja. Und ich bin gerade immer noch bei meinem Haus beschäftigt. Da, wo ich gerade hier drinne stehe, das wird so ungefähr der Wohnbereich. Im übertragenen Sinne natürlich. Deswegen habe ich ja Holz geformt. In der Zwischenzeit haben wir es nun mittlerweile auch mal geholt. Da hat mir der Rekühler sehr, sehr unter die Arme gegriffen. Kein Problem auf der Titanic. Kein Problem auf der Titanic. So ist das also. So, Sind wir aus dem Wegrollen? Liebe Leute, ich probiere mal gerade was. Was wolltest du machen? Ich wollte was probieren. Mach nur. Und hier ist überall Gold. Ey, wir haben eine Goldmine gefunden, wie es aussieht. Gold und Kohle in der letzten Folge. Ja, aber hier auf dem Weg, wo ich weiter runter baue, da ist nur noch Gold. Yay! Rekühler? Ja. Komm mal kurz in mein Haus. Sofort. Ich bin mir noch nicht schlüssig, in welche Richtung die verlaufen soll. War nur noch schnell ein paar Steine.
Entschuldigung, liebe Leute, Krabbellust. Ich komme halt jetzt haben. Ich komme. Ah, das hat jetzt mal kurz geleckt bei mir. Ja, liebe Leute, wenn es manchmal bei mir im Hintergrund ein bisschen quietscht, das ist der Stuhl, da ist ein bisschen durchgepfurzt. Deswegen quietscht der so. Was denn? So, dann kommen Sie mal mit rein, junger Mann. Junger Mann? Nein. Ja, und? Hey! Oh, er hat Treppen gebaut. Nur ich weiß noch nicht, in welche Richtung die verlaufen sollen. Hier vorne, das soll Terrasse werden, ein bisschen. Hier kommt noch ein Stockwerk drauf. Aha. Nur ich weiß noch nicht, in welche Richtung die ich die verlaufen lasse. Na dann. Weil so mitten im Raum zu stehen, das ist, Ja, lass dir was einfallen. Ich guck nochmal, ja, genau. Da hat sich Treppen gebaut. Mann, Mann, Mann. Es müsste ja auch mal sein, dass ich aufs Dach komme. Also, machen wir. Rotaten. Wie schnell ich mal 20 Steine eingesammelt habe. Meine Güte. Ah ja, kommen zu lassen. Da ist halt hier eine Lücke drin. Naja. Wie sage ich immer zu meinen Leuten, das guckt sich weg. Oder Kühler? Ja. So, die Höhle. Lux. Ist das etwa schon wieder so weit entfernt? Ich habe keine Musik mehr.
Storage. Ach, hier. Ach, ich habe mich gerade besperrt, jetzt kommt sie wieder. Da klöppelt jetzt hier ein bisschen rum. Ach ja. Endlich wieder normale Leute, ja. Unsere Hütten nehmen Gestalt an. Unsere Hütten nehmen Gestalt an. Ja. So, jetzt muss ich aber gucken, ob ich wieder runterkomme. Der muss weg. Fitsche, Fatsche, Fitsche, Fatsche. Hoi, hoi, hoi. Nee, da macht Fitsche, Fatsche hier. Zicke, zacke, zicke. Zicke, zacke, zicke, zack, ja. Sagt er. Meine Güte. Er sagt zicke. Ich bin Pop, ihr seid Stars. Pop, Stars. Ah, Lecki. Warum leckt Nitrato heute so rum? Wenn er einen schon ansehen. Wenn ja. Ja, liebe Leute, wir nehmen nämlich am Stück. Tag. Bitte? Erzähl du fertig erst. Ja, liebe Leute, wir nehmen nämlich am Stück auf und deswegen. Der Server ist ein bisschen, läuft schon ein bisschen durch, schon ein paar Tage. Von daher leckt da ein bisschen rum.
Ah, der ist mit dem Fitschofatscho fertig. Hä? Der ist mit dem Fitschofatscho fertig. Mein Sägetisch. Ach so. Okay. Bubum. So, der zweite Raum ist zu. Immer hin und her rammeln wegen dem Holz hier. Wer kam auf die Idee, die Treppe so hinzusetzen? Das, diesen Hort würde ich gerne mal sehen. Du warst das, du warst das. Hoi, hoi, hoi. Machen wir mal den Deckel drauf hier. Ja, mach das mal. Ja, theoretisch könnte ich ja das Dach von unten her bauen, ne? Ja. Brauche ich nicht immer so auf dem Dach rumzutanzen. Weil nicht immer hoch und wieder runter gehen. Da solltest du nicht landen. Dum, 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 dum. Da, 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 da. Ah ne, wir haben ja noch kein Weihnachten. Noch haben wir keine Weihnachten. Aber es hat sich im Vergleich von der letzten Aufnahme sehr abgekühlt, ne? Etwas. Ja. Ja, liebe Leute, wir haben in dieser Aufnahme immer noch Sommer. Aber trotzdem ist es jetzt angenehmer. Okay. Es muss ja auch nicht immer zu so drückend heiß sein. Nee, auf jeden Fall. Also. Das war ja richtig extrem. Ja. Das wird doch noch für das Dach reichen, nur ohne dass ich nochmal klöppeln muss. Ich
Ja Leute, ich brauche ein bisschen Erde. Deswegen schaue ich hier die Erde ein bisschen weg. Ich sehe es, ich muss nur noch mal anschmeißen. Oh, warum? Ja. Ich muss es noch mal anschmeißen. Och Mann, ich muss noch mal das Ding anschmeißen hier. Das gibt's doch nicht. Du Holz, ja, dein blödes Holz tut ja lecken. Wieso? Das hat jetzt so, so geleckt. So, warte. Jetzt tut sich mal lecken. Ach ja, so ist das, ne? So. Ich habe ja gesagt, ich brauche ein bisschen Erde. Ich komme mit der Erde Schubkarren dann nach Hause. Du kommst mit der Erde nicht zurecht, hä? Ich komme mit der Erde nach Hause, habe ich gesagt. Ach so. Muss schon zuhören, wenn ich es noch sage. Na, was ist denn jetzt hier los? Ich müsste doch nochmal Holz machen. Könnte es wieder rumlecken, wahrscheinlich. Ja, ja. Nee, noch geht's. Das sieht doch schon schön aus. Mit Fenstern. Du hast noch eine Rampe, oder? Eine habe ich noch, ja. Die hatte ich dann gleich mal mitnehmen. Für den So, jetzt sieht das schon wohnlich hier drinnen aus. Digga, hast du jetzt hier die Tür zugemacht? Nö, die ist von alleine so gegangen. Alleine, ich glaub's dir. Na, geh aus. So, der Daimon ist schon wieder.
So, ich nehme die Rampe. So. So, Leute, die Rampe will ich jetzt setzen. Weil die will ich in der nächsten Folge nicht machen. Will ich die jetzt noch schnell setzen. Die zwei Rampen. Geronimo Batsch ist aber da unten. Genau, töte dich. Suicide. Ach ja, so ist das, ne? So, jetzt die Rampe noch. Zweimal Rampe. Bis. Leider kann man jetzt nicht so sehen, in welcher Höhe ich bin. Oder? Ich komm mal. So, 10 auf der Karte. Jetzt schubst sich eine Puff. Jetzt zeigen schon ein paar Zeilen an, aber leider nur nach hinten vorne und in die Seite. Nicht hier. Schade. Naja. So, liebe Leute, ich habe gebaut. Ja. Ich werde einen späteren Raum bauen, wo wir dann die Abfälle von dem Zeug bauen können. Lagern können. Okay. So, somit sag ich von meiner Seite her, mach's gut, bis zur nächsten Folge. Genau. Ich habe da auch nichts weiter hinzuzufügen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.